dass du, sobald du versucht hast, irgendwo mal dich freizulaufen, hast du ja sofort Liebe Fußballfans, zwei Spieler gegen dich gehabt. Also wir brauchen einen Verteidiger hinten. Aber nur einen. Spiele sind absolviert, aber wenn sie so weitermachen, dann müssen sie sich in dieser Saison auf Abstiegskampf gefasst machen. Voll der lange Lulatsch, dann muss so langsam sein ohne Ende. Was macht er draus? Und er schießt! Tor! Schön. Sie wollten hier von Anfang an Ton angreifen, das ist ihnen auch gelungen. Wunderbar. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Ja, das ist ein guter Pass. Was kommt, aber das ist dann abseits. Enge Geschichte. Ja, der Fuß kommt ein wenig zu früh, da müssen sie dran arbeiten. Denn eigentlich ist das ja eine Strategie, die vielversprechend ist, die durchaus zu Toren führt. Klasse aufgetaucht. Schön, Güni. Ah, die Fans wollen gerade den Meter pfiffen, das hört man deutlich. Vielleicht jetzt. Abgeblockt, weiter gefährlich. Das Tor, volle genommen. Ganz starke Szene. Also ich gesagt nicht, warum wir da oben bleiben, wenn wir da oben so zugerannt werden. Sie verlieren den Ball. Also das gibt's doch nicht. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Oh, komm, gefühlt spielen wir irgendwie beide die gleiche Position. Er holt den Ball. Oh, oh, aber, die, aber diese Aufstellung ist doch so gut. Die kurze Variante jetzt. Gut den Ball verteidigt. Gute Aktion. Ja, genau. Sieht gefährlich aus. Stark verteidigt. Ah, das war zu lässig. Jetzt muss ich zurück. Wichtig ich natürlich, dass weg. Sie da dazwischen gehen. Die B-Funktion ist irgendwie scheiße. Ja, oft ist sie echt ein bisschen daneben. Sie holen sich den Ball. Ja, jetzt über der Aufstellung zieht nämlich nach vorne. Das ist super. Toll, das war aber auch ein Pass hier immer. Gut, dass der auf Martin geht. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Das ist natürlich auch wieder interessant. Er pfeift sie zurück, es gibt Abseits. Sie klären. Er entscheidet schnell und richtig. Er gibt Vorteil. Die Football Friends greifen an. Zieht ab. Nimm den da. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Tolles Zuspiel. Klasse Pass. Jetzt die Gelegenheit. Jawohl. Da ist sie da. Da hat das dann holt er da seinen Lushi-Puff-Schuss raus. Er geht dazwischen. Schön dazwischen gegangen.
entschieden. Klasse, da sieht man, dass sich eine Chance ergeben könnte. Und geklärt hier von Torhüter. Er holt sich den Ball. Nicht ungefährlich, Steilpass. Da ist der Führungstreffer, sie liegen vorne in diesem Spiel. Wenn wir schnell spielen, kommen die nicht hinterher. Das sind alles so lange Bahnschranken. Nochmal dieses Tor in der Wiederholung. Erst der Steilpass. Bleibt enger beisammen, bietet euch mehr an, dass wir über den Kurzpass immer noch einen Anspieler haben. Die kommen nicht hinterher. Die Football-Friends sind hinten. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Jetzt die Gelegenheit zur Flanke. Nein. Ja, aber Kopfbälle müssen wir aufpassen. Das sind alles so Hühnen. Ecke kommt in 16er. Die Chance auf den Konter. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Schöner Pass jetzt. Gut gemacht, den Ball. Alles klar. Die Chance hier. 2-4 und das wird Einwurf geben. Und das ist der Ballverlust. Da ist der Ball weg. Ja. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine jetzt Minute geht's noch oben drauf. Sie bekommen den Einwurf. Hälfte war spannend. Es ging hin und her. Und das kann er ja so machen. 2-1 in die Pause. Nach 45 Minuten haben wir hier zwar eine Führung, aber Chancen haben wir nach wie vor von beiden Teams. Ja, sie haben beide schon gezeigt, dass sie es können. Es wird wichtig sein, gleich hellwach. Ich würde gern noch 2 Tore nachlegen. Die sind bestimmt auch. Mit diesem Rückstand der Football Friends gehen wir nun rein in den zweiten Spielabschnitt. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Die kurzen Pässe jetzt, sehr ballsicher sind sie da. Sie haben natürlich auch die Führung im Rücken. Vorteil, wieder weiter. Ja. Ja, das ist auch gut so. Aber wir hören den Pfiff, Vorteil abgepfiffen, gibt Freistoß. Klasse Pass! Sehr gut aufgepasst. Ball ist oben abseits, aber das war richtig knapp. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Da pfeift der Schiedsrichter. Was war denn jetzt? Muss er auf Freistoß geben. Was war jetzt? Aber der hat doch gar nicht geflankt, der hat doch nach innen geschoben. Zum Boden gerissen, da einer am Strafraum. Ach so. Schön. Da mit viel Übersicht.
jetzt müssen sie aufpassen. Den Ball holt er. Ja, schade. Die Football Friends in der Offensive. Und sie machen Höhen. Nichts aus der Chance. Ball ist weg. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja, das habe ich erst gedacht. Ist gut. Ob ich nochmal warten ja, soll und dann. Das ist oh, schade. Uiuiui, das war hauchdünn. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Der hat doch schon gelb, Schiri. Der Angriff könnte was werden. Gibt sich mal Vorteil. Hey, wo der mich hinstellt mit LB, ich... Jetzt muss es schnell gehen, dann kann es gefährlich werden. Ball kommt in die Mitte. Ein Tor, der muss doch drin sein. Abseits, Wolf, abseits. Die Fahne ist direkt nach oben gegangen und ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Auf dem Flügel wäre jetzt vielleicht Platz für die Wolves. Gute Balleroberung, was machen Sie draus? Oberkorn, was hat den? Ui. Okay. Typisch Oberkorn. Egoismus pur. Typisches Kack-FIFA. Ich spiele den Ball genau zwischen die beiden. Verstehe nicht warum. Ja, der war schon für einen Arni, der war nur einfach viel zu lang. Boah. Da ist der Ball weg. Hat er mal kurz guten Tag gesagt hier. Wow. Ecke kommt rein. Torgefahr sieht anders aus. Das war nichts. Kein guter Kopfball. Aus der Szene müssen sie mehr machen. Die Wolves sehen, ja, da ist Platz am Laufen. Setzt sich klasse durch. Guter Vorstoß von den Wolves. Ach, über die Mann, Torauslinie ey. Ecke. Jetzt die Ecke. Da ist der Ball erstmal raus. Gefährlich. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Schöner Zweikampf. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Jetzt ist gefährlich. Gut abgeblockt. Ecke jetzt und die Chance, alles klar zu machen. Jetzt der Eckball. Super Aktion. Gut geklärt. Blockt den Schuss erstmal ab. Abseits, völlig klar. Das war unnötig. Da müssen sie sich mehr Zeit lassen. Viel zu hastig, dieser Pass. Vorne ist doch jemand im Abseits. Also da fehlt die Übersicht. Das sind so Szenen, die sehen Trainer doch wirklich nicht gerne. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Vielleicht bekommen sie noch die Chance zum Ausgleich. Jetzt gilt's. Ballgewinn, gefährliche Position. Nein. Den Zweikampf muss ich jetzt annehmen. Sie erhalten den Elfmeter großer Auftritt. Ist die Gelegenheit, hier endgültig für die Entscheidung zu sorgen. Jetzt können Sie den Deckel drauf machen. Und er macht den Elfer. Das sauber, Rininar.
Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Jetzt vielleicht die Flanke. Weil jemand ein wenig provoziert. Welche kurze Variante. Endlich kann er sich heute mal auszeichnen. Einwandfreier. Und da haben wir so einen Reinzmögel. Du kannst das nicht. Geht denn das nicht? Da kommt die Tafel. Schön. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Souverän gemacht vom Torwart. Das war's für heute. Ach. Die erste holt sich hier den Sieg. Das ist die falschen Schuhe. Das war schon klasse. Aus dem richtigen Winkel zum Tor stehen, dann geht das. Also, du meinst reine Mathematik? Ja. Natürlich. Hmm.